Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Viola mit meinem Jahresrückblick 2021. Und es ist ein ganz besonderes Video von mir, weil ich jetzt meine Erfahrungen mit dir teile und auch meine Learnings. Genau, und ich freue mich so sehr, dass du da bist. Also erstmal schon mal vielen Dank für deine Zeit. Und zwar drei Dinge, bevor ich jetzt anfange, richtig. Und zwar, genau, das ist mein Tagebuchkanal. Das Video ist so in erster Linie einfach mal für mich. Ich will einfach mal meine Erfahrungen von diesem Jahr so ein bisschen festhalten, weil einfach auch so unglaublich viel passiert ist. Genau, und ja, und wenn du einfach davon eine Inspiration dir rausholst oder so, dann ist das natürlich optimal und meine Learnings teile ich auch mit dir. Deswegen wirst du da bestimmt was mitnehmen. Und genau, sei unbedingt bis am Schluss noch dabei. Denn ich habe noch eine Überraschung am Schluss. Und was war jetzt das Dritte? Ach so, genau, ganz wichtig, abonniert unbedingt noch meinen Kanal, klick hier auf die Glocke, dass du auch meine neuen Videos mitbekommst, weil ich werde bestimmt nächstes Jahr das ein oder andere Video wird dazu kommen. Genau. Ja, jetzt fange ich mal an mit meinem Jahresrückblick. Und zwar im Januar hat es schon ganz toll mit der Rise Up and Shine Uni begonnen. Ja, das war einfach schon meine erste Erfahrung mit den ganzen Coachings, wo ich am Anfang noch gedacht habe, oh, das brauche ich doch nicht, es gibt die kostenlosen YouTube-Videos und so. Und es war einfach so großartig für mich, die Erfahrung zu machen, weil ich da einfach mitbekommen habe für mich selber, was alles für mich selber möglich ist und was ich alles selber für mich verändern kann. Und das hätte ich vorher einfach gar nicht gedacht. Ich habe nicht mehr wirklich so geträumt, sondern ich habe halt irgendwie mein Leben vor mich her gelebt und war nicht so wirklich zufrieden, aber irgendwie besser habe ich es auch nicht hingekriegt. Und es hat mir einfach alles so in meinem Kopf eröffnet, was einfach nur mega cool ist. Und dann ist da noch eine ganz tolle Community gewesen, ganz viele Menschen, wo sich begegnet sind, wo ich viel an Calls erstmal teilgenommen habe und das war schon mal immer eine ganz tolle Energie auch, was ich dort bekommen habe. Dann habe ich ziemlich schnell auch selber welche organisiert, habe da schon meine ersten Erfahrungen gemacht, dass immer wenn ich mich zeige und teile und mit anderen so ins Gespräch komme, dann lerne ich halt einfach noch mehr. Also wenn ich da meine Herausforderungen geteilt habe, dann habe ich einfach Tipps, Ideen von den anderen Menschen bekommen, die eben auch gerade auf der Reise sind und die offen sind und was Neues entdecken wollen. Und das war schon einfach ganz, ganz toll. Dann bin ich ziemlich schnell zu Tobi Beck gekommen. Einmal habe ich die Masterclass of Personality eben mitgemacht. Da war ich auch ganz, ganz, ganz begeistert, was online alles möglich ist, was für ein Spaß das auch machen kann. Weil man ja erstmal mal denkt, oder ich habe so erstmal gedacht, na gut, vorm Laptop sitzen ist auch ein bisschen langweilig. Aber da war so viel Bewegung und so viel Spaß wirklich und Freude dabei und so viele neue Menschen kennengelernt, dass das halt erstmal alles übertrumpft hat und nochmal meinen ganzen Rahmen oder meine Boxes irgendwie gesprengt hat, was alles wirklich möglich ist. Und da habe ich dann auch ziemlich schnell meine erste Facebook-Gruppe gegründet, habe großartige Wegbegleiter kennengelernt. Natürlich auch bei der Russo ganz tolle Freundschaften sind entstanden. Dann habe ich da ziemlich schnell auch meine eigene Facebook oder die andere Facebook-Gruppe gegründet, die Hauptgruppe, wo ich eben seit März fast jeden Sonntag einen Call mache, wo ich einfach Menschen immer wieder zusammenbringe. Also das war schon mal ganz, ganz, ganz großartig, genau. Im März so parallel habe ich dann gleich noch die Emotion Entdecker-Tour gemacht bei der Yvonne Schönau, meine Wegbegleiter vom Tobias Beck, haben gesagt, komm Viola, zieh mit und mach das mit. Und ich wusste gar nicht, zu was ich mich da anmelde. Und dann noch einen Tag bevor das angefangen hat, hieß es schon, irgendwas machen. Und dann war ich ein bisschen genervt. Aber das war auch das Beste, was ich irgendwie machen hätte können, mich da zu zeigen und da mich wieder auszuprobieren. Weil sonst würde ich sicherlich heute hier nicht sitzen und das Video aufnehmen und meine Facebook-Gruppe haben etc. pp. Genau. Ja, im April hat dann schon ziemlich schnell das Mentorship praktisch begonnen von Christian Gärtner. Weil ich einfach gemerkt habe, boah, es ist so viel möglich, aber von meinem Herz her, von meinen Gefühlen war ich aber noch nicht so weit, dass ich loslegen konnte.
Und da habe ich dann einfach was für mich gesucht, wo ich dann noch mal ein bisschen tiefer zu mir komme oder meinen wahren Kern finde, dass ich mir selber eben wieder vertrauen kann, dass ich mich auch anerkennen kann für das, was ich alles mache und stolz empfinden kann, weil ich wusste vorher vom Kopf her ziemlich viel, aber im Gefühl hatte ich das gar nicht so unbedingt. Und es hat mich dann auch noch mal total gestärkt. Das war richtig cool. Und am Schluss gab es dann noch mal einen Live-Tag vor Ort. Da haben wir uns alle getroffen. Das war dann auch ganz, ganz magisch. Eben nach dem Online-3-Monats-Programm sich am Schluss dann in Live zu sehen. Und die Chance habe ich natürlich gleich genützt. Ich habe dort in Köln mein erstes richtiges großes Live-Treffen von meiner Get-Together-Facebook-Gruppe gemacht. Da sind die Menschen dann von überall her gekommen und das war auch ein richtig tolles Treffen. Ja, musste ich gerade überlegen, was dann alles noch so war. Dann war eben noch meine Mastery, wo ich noch mal ein Wochenende im kompletten Live-Seminar war. Das war auch eine wunderschöne Erfahrung, weil ich einfach dort dann noch mal ein paar Dinge gelassen habe, was ich nicht mehr mitnehmen möchte. So einfach noch ein bisschen Traurigkeit von mir oder was auch immer ich dann noch so ein bisschen als negative Emotion bei mir hatte. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, wie ich so aus mir rausgehen kann, dass ich mir wirklich vertrauen kann und dass ich das vom Gefühl wirklich weiß. Also das hat mir auch noch mal ganz, ganz, ganz viel gebracht. Da habe ich auch wieder ganz tolle Buddies kennengelernt, mit denen ich jetzt auch immer noch natürlich im Austausch bin. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben uns danach auch gesehen und sind jetzt einmal im Monat, treffen wir uns sogar im Zoom-Raum noch, um in Kontakt zu sein einfach. Also das ist einfach toll. Ja, im Sommer bin ich dann noch sogar noch Hero of the Month geworden von der Laura Marlina Seiler. Das war eine ganz besondere Ehrung für mich, einfach mit meiner Geschichte. Weil da war es so, in der Rise Up and Shine Uni habe ich mich irgendwann vorgestellt in der Facebook-Gruppe. Mit einfach mit meiner ganzen Geschichte, so wie sie ist. Und ja, dann bin ich eben dazu ernannt worden zum Hero of the Month, weil ich einfach als Mädchen so schüchtern war, mich mein Leben lang da rausgekämpft habe und auch meinen Schicksalsschlag, den Tod von meinem Mann vor 5 Jahren, eben ganz gut überstanden habe. Und ja, das hat mich halt so, 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 so gefreut. Und ja, während dem Ganzen habe ich ja auch meine Homepage gemacht und so. Die ist immer besser geworden. Ich habe mich einfach von Perfektsein verabschiedet, habe einfach gesagt, nein, ich mache jetzt einfach, geh mal los. Und weil wenn ich perfekt machen möchte, dann habe ich im Jahr noch keine Homepage. Und dann ja, habe ich einfach immer mal wieder was ergänzt. Und das war eigentlich für mich auch eine ganz coole Lösung, einfach mal loszugehen und zu machen und dann später einfach zu optimieren und zu korrigieren. Weil dann kann ich auch ausprobieren, wachsen daran und lernen und das ist eigentlich schön. Und gerade noch zu dem Hero of the Month, da war halt auch noch mein Learning, dass wenn ich mich gar nicht zeige, wie soll ich dann gesehen werden? Also wir wünschen uns manchmal immer gesehen zu werden oder dass uns eben Freundschaften, dass wir welche bekommen oder neue Menschen kennenlernen. Aber wenn wir uns halt gar nicht zeigen, wie sollen wir da gesehen werden? Und deswegen ist es so wichtig, einfach sich immer wieder zu zeigen und da kleine Schritte zu gehen. Genau. Ja, dann so im Herbst bin ich dann auch noch Botschafterin geworden von Christian Gärtner. Das war mir auch eine ganz, ganz große Freude und da bin ich einfach auch sehr berührt. Sehr berührt von seiner Arbeit und auch von seiner ganzen Academy, weil es mir einfach auch so viel gebracht hat und sie halt auch so Menschen zusammenbringen, die Verbundenheit ganz stark leben, was mir halt auch so wichtig ist und wo ich mich einfach total anschließen kann. Und ich finde es ganz toll, wenn da auch Menschen zu sehen, wie sie hinkommen und dann dort wachsen und das ist einfach nur cool. Ja. Bei den ganzen Events etc. war ich noch bei Hermann Scherer. Das war auch richtig cool, weil da war ich bei so einem Sichtbarkeitswochenende, wo ich da auch noch mal ja, das ein oder andere wirklich gelernt habe. Ich bin ja schon immer so ein bisschen gerne eine Vertrieblerin und so, aber er hat einfach so viel mir noch mal deutlich gemacht oder auch neue Dinge habe ich gelernt.
Wir haben da einen Weltrekord aufgestellt. Wir waren beim internationalen, ich glaube, Zoom-Hack-Slam dabei. Und das war halt auch eine mega Erfahrung, ja. Und das hat mir auch so viel Freude gemacht. Genau, ja, meine Liste ist lang. Ich habe immer wieder die Komfortzone verlassen dieses Jahr, was dann auch nochmal ganz cool war. Ich war in einer Facebook-Gruppe bei der Annika Echt, habe bei einem Sichtbarkeits-, ich glaube, Challenge war es oder so, mitgemacht, habe einen Platz gewonnen und habe dann sogar eine Reels Challenge gewonnen bei ihr. Und deswegen habe ich dann auch bei Instagram meine ersten Reels gedreht. Und ich wollte das zuerst gar nicht machen, weil ich dachte, nee, ich habe doch jetzt noch nicht so richtig mein Thema an überhaupt. Und dann habe ich mir auch immer gedacht, naja, ich finde echt, wenn man außerhalb von seiner Komfortzone eben ist, da ist die Entwicklung möglich, da ist das Lernen halt möglich und da lerne ich auch was. Also habe ich meine anderen Wegbegleiter, meine Buddies von meiner Get-Together-Gruppe gefragt und die haben gesagt, ja, Viola, komm, mach das. Und ich so, na gut. Und dann habe ich es halt gemacht. Und es war auch eine mega Erfahrung, weil sonst hätte ich das niemals gemacht. Also niemals war ich eigentlich zu dem Zeitpunkt bereit, es zu machen. Aber ich habe es einfach gemacht. Und beim Tun, weil ich es 3 Wochen am Stück immer wieder gemacht habe, ist es besser geworden. Und das habe ich halt auch gelernt. Einfach ins Tun kommen, im Ausprobieren. Und dann kann es besser werden, weil wir müssen es nicht perfekt machen. Das Leben ist so kurz und gerade das ist halt auch mein Punkt, den ich habe. Und das Leben ist so schade, um einfach nicht wirklich glücklich zu sein oder nicht alles rauszuholen. Und deswegen begleite ich auch euch einfach oder dich wieder in die Freude und Leichtigkeit, weil das einfach mein Herzensanliegen ist, genau. Und weil ich auch weiß, wie viel möglich ist und ich das einfach auch in meinen Calls mache. Und ja, deswegen schauen wir mal, wie das Jahr 2022 wird. Aber was dann noch cool war, ich hatte noch 2 Punkte oder dieses Jahr, ich bin schon im letzten Jahr, es sind jetzt auch noch ein paar Stunden. Und zwar, ich hatte in meiner Facebook-Gruppe noch mein erstes Live, da bin ich dann einfach live gegangen mit der Laura Helena zum Humming Festival. Das war noch auch eine ganz schöne Erfahrung, weil auch das habe ich jetzt einfach einmal gemacht, dann ist das nächste Mal schon bisschen mehr Routine und das ist einfach cool. Und jetzt ein ganz toller Abschluss oder noch mal was anderes davor. Ich glaube, ich habe jetzt meine Deutschland-Tournee gar nicht erzählt. Die will ich unbedingt noch erzählen. Ich war nämlich in, hoffentlich habe ich es nicht schon erzählt, aber nee, ich war zuerst in Hannover, in Hamburg, in Berlin, in Leipzig und in Jena in einer Woche und habe da mit meiner Facebook-Gruppe überall Treffen organisiert. Das war auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil wir so viele Menschen uns schon online kannten und uns dann eben auch gesehen haben. Und es war einfach so großartig. Genau. Und jetzt noch zum Schluss habe ich noch im Dezember, oder nee, 2 Themen noch zum Schluss. Ich höre gar nicht mehr auf, aber dann bin ich auch gleich fertig. Und zwar, was wollte ich jetzt sagen? Ach, genau. Ich habe einmal noch einen neuen Mentor, jetzt der Calvin Hollywood. Einfach, wo ich jetzt meine Leidenschaft immer größer machen lasse oder machen werde. wo ich einfach jetzt die nächsten Schritte gehe mit meinem Herzensthema, eben Menschen zusammenbringen. Und die schöne Botschaft, was ich dann noch im Dezember bekommen habe von dem Team Laura Seiler. Ich bin jetzt für die Rise Up and Shine Uni 2022 Huso Botschafterin. Das freut mich so sehr für Stuttgart. Und ja, Ambassador für Stuttgart zu sein, das ist echt cool. Ich werde dann jetzt ab nächste Woche viele Treffen für Stuttgart organisieren, online und live. Und das finde ich einfach so, so cool. Ich werde wieder viele neue Menschen kennenlernen, viele Menschen unterstützen und das ist einfach nur cool. Ja, jetzt kann ich mich schon bedanken. Schön, dass du zugehört hast bis jetzt. Und wenn du aufgepasst hast, möchtest du ja noch meine Überraschung wissen. Und zwar hier in der Videobeschreibung, schau mal da ist mein Telegram-Kanal verlinkt. Ja, in dem Kanal kriegst du einfach alles von mir mit, wenn es bei mir einfach mal neue Events gibt oder neue Dinge, die ich ins Leben rufe, weil ich werde nächstes Jahr viele Dinge ins Leben rufen. Deswegen sei da unbedingt dabei. Dann kriegst du alles von mir mit. Ich würde mich total freuen, wenn du mich da auch begleitest. Und
Ich wünsche dir jetzt ein ganz, ganz tolles Jahr 2022 und sag einfach bis bald. Schön, dass du da warst. Dankeschön dir. Ciao.